kommen wir zum vierten Experiment. Dafür brauchen wir wieder Wasser, Spülmittel, eine leere Plastikflasche, eine Schüssel, eine Schere, ein Löffel, eine Socke eurer Wahl und ein Gummiband. Zuerst benötigen wir eine Schüssel. Diese werden wir ein bisschen mit Wasser füllen. Ja, das reicht auch schon. Und dann brauchen wir 5 Spritzer Spülmittel. 1, 2, 3, 4, 5. Dann nehmen wir unseren Löffel und rühren kräftig. Solange es schaumig steht. Ups. So, jetzt sehen wir auch schon die ersten Schaumblasen. Das reicht. Dann stellen wir unsere Schüssel zur Seite und nehmen die Plastikflasche. Wir müssen jetzt die Plastikflasche in der Hälfte hier durchschneiden. Wichtig dabei ist, dass ihr bitte dabei vorsichtig seid und euch nicht in den Fingern schneidet. Notfalls könnt ihr auch gerne einen Erwachsenen fragen, ob er euch dabei hilft. Am besten hier entgegendrücken und dann ganz vorsichtig durchschneiden. So. Nun haben wir die Flasche durchgeschnitten und haben jetzt 2 Flaschenhälfte. Den unteren Teil benötigen wir nicht mehr, können wir zur Seite stellen. Jetzt brauchen wir den Teil mit dem Flaschenhals. Seid bitte dabei vorsichtig, weil es hier sehr, sehr scharf ist an der Kante. Nehmen wir unsere Socke und stülpen die Socke einfach darüber. Wie gesagt, seid bitte sehr, sehr vorsichtig dabei. Es ist scharf hier. So. Nun, weil es ja noch ein bisschen hier rutschig ist, müssen wir das mit einem Gummiband befestigen. Je nachdem, wie groß euer Gummiband ist, könnt ihr es dann ja mehrmals drumherum wickeln, wie ich das jetzt gemacht habe. Nun ist das schön fest. Dann nehmen wir jetzt wieder unsere Schüssel mit der Spülmittel-Wasser-Mischung und tauchen jetzt die Flasche nach unten. So, dann warten wir kurz, dass die Socke die Mischung aufnehmen kann. So. Und nun nehmen wir die Flasche und werden dann hier reinpusten. Ganz wichtig, bitte nicht einatmen dabei. Also wirklich, dass ihr bitte auspustet. Stellt euch vor, ihr habt Geburtstag. Und ihr müsst jetzt euren Geburtstagskuchen auspusten. Dass schön alle Kerzen ausgehen und eure Wünsche wahr werden. Also, nicht vergessen, nicht einatmen. Nein, 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 sondern kräftig auspusten. Und das bitte nicht nur einmal, sondern mehrmals hintereinander. So, was glaubt ihr, was jetzt passieren wird? Schauen, was jetzt passiert, wenn ich jetzt hier reinpuste. Seid ihr bereit? Los geht's! Okay, ich kann nicht mehr. Es hat sich eine Schlange gebildet, eine Schaumschlange. Wie kann es sein, dass sich eine Schaumschlange gebildet hat?
Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns erstmal die Socke genauer anschauen. Betrachtet man eine Socke genauer, fällt auf, dass die Socke aus ganz vielen kleinen Löchern besteht, also wie ein Gitter. Ich habe auf dem Foto die Socke gedehnt, damit man diese Löcher besser sehen kann. Wenn wir nun Luft in der Flasche reinpusten, muss diese Luft durch die Socke hindurch, weil wir in einer Richtung pusten. Diese Luft teilt sich in ganz viele kleine Luftbläschen auf, weil die Socke aus vielen Löchern besteht. Die blaue Zeichnung stellt das Spülmittelwasser dar. Die Socke ist mit Spülmittelwasser durchnässt. Es bilden sich Schaumbläschen, weil die Luft in Spülmittelwasser geblasen wird. Die Haut des Schaumbläschens besteht aus dem Spülmittelwasser, welches mit Luft gefüllt ist. Es bildet sich eine Schaumschlange, da die einzelnen Schaumbläschen sich zusammentun und durch das Weiterpusten die Schlange länger und länger wird. Übrigens kennt ihr bestimmt alle Seifenblasen. Auch die Haut der Seifenblase besteht aus einem Spülmittel oder Seifengemisch, die mit Luft gefüllt ist.